Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Oder wie ich schon länger nicht mehr gesagt habe, Moin, Moin. Gerade noch das Hamburg-Journal ein Stück geguckt. Meine Mutter schaut das immer. Ja, Hamburg, meine alte Heimat. Und heute ist meine Heimat das Königreich meines Herrn, Jesu Christi. Nichts Weltliches mehr. Nein, für mich nicht. Nun werde ich die Lesung fortsetzen in diesem Video über die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Wir sind letztes Mal auf Seite 100 gestrandet, in dem Teil, der sich nennt der Teufelskreis. Und das Unterkapitel heißt weiterhin die Vorbereitung zum Zweiten Weltkrieg. Wie wir hier sehen, ja, Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg. Da werden wir dann gleich mit fortfahren. Ich habe heute, eben mal zur Information, heute ist der 26. Juli 2017, ein Buch zugeschickt bekommen, das ich bestellt hatte. Das heißt The Real Odessa. Das wirkliche Odessa. Ihr kennt ja wahrscheinlich den Roman von Frederick Forsyth, aber das ist ja Fiktion und da gibt es halt ein richtiges Buch drüber von dem Argentinier Ugo Goni, der das Buch geschrieben hat, worum es geht, um wie Perón die Nazi-Kriegsverbrecher nach Argentinien brachte. Und das war mir erst nicht aufgefallen. Ich hatte dann in Wikipedia geschaut und dann auf einmal stellte ich fest, oh, in Wikipedia gibt es das Buch auch in Deutsch. Steht da, eine deutsche Übersetzung. Naja, dann bin ich gleich zu Amazon geeilt und habe gesehen, ja, da gibt es ein Angebot von inklusive Transportkosten 30 Euro. Und da habe ich mir gesagt, ja, für 30 Euro, das bestelle ich mir mal, weil die anderen Angebote waren alle um 100 Euro. Ich sage, bevor das eine Buch weg ist, bestelle ich das auch mal. Und habe jetzt also das Buch Das wirkliche Odessa von Ugo Goni von Anfang der Jahre 2000, 2002 hat er das geschrieben, wo es halt darum geht, was ich gerade gesagt hatte, wie Perón die Nazi-Kriegsverbrecher nach Argentinien brachte, in Deutsch bestellt. Und mal sehen, ob wir das nicht auch in der Zukunft für die Lesung hier in Stunde der Wahrheit gebrauchen können. Das eben mal zur kleinen Einleitung. Auf jeden Fall habe ich das Buch hier schon für Referenzen. Als PDF gibt es das nicht. Ihr könnt euch das ja selbst mal raussuchen im Internet und vielleicht selbst bestellen und lesen. Also das Englische habe ich angefangen zu lesen. Das ist ganz interessant. Da bin ich gleich am ersten Tag auf, ja, weiß nicht, Seite 30 oder sowas bin ich wohl belandet. Ich habe mir vor allen Dingen erstmal angeguckt, wie die ganzen Quellen sind, die Quellenangaben. Das ist sehr interessant, um zu sehen, welche Quellen der Autor gebraucht und eben, dass er auch den Vatikan mit bloßstellt in dieser ganzen Sache. Das war mir sehr wichtig. Aber gut, dann will ich jetzt mal ohne große weitere Verzögerung anfangen. Ich werde eben mal kurz meine Kamera kontrollieren, dass die läuft. Das Bild muss ich ab und zu mal reinbringen, dass mir das nicht nochmal passiert, ja, wie letztens mal. Und ja, ich habe Wikipedia vorbereitet. Wikipedia sage ich schon, nicht Wikipedia. Ich habe Google. Bildersuche vorbereitet, dass wenn wir irgendwas lesen, wo wir ein schönes Bild für brauchen, was ich vielleicht nicht auf meinem Computer habe, dass wir uns das eben raussuchen können, weil ihr wisst ja, ich habe diese Lesungen hier weiter nicht vorbereitet. Wir sind letztes Mal gestrandet, wie ich sagte, hier auf Seite 100. Und ich fahre jetzt fort bei dem blau unterlegten Wort hier, François. Wir sind gekommen im Grunde bis zu dem Grün, bis zu dem Gelben. Und ich lese jetzt heute also hier ab François nochmal eben weiter, dass wir nur eben nochmal ein Paragraphen zurückgehen, um die Kontinuität sicherzustellen, dass wir da wieder reinkommen. Also in dem Unterkapitel Der Teufelskreis, die Vorbereitung für den Zweiten Weltkrieg, steht in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris hier zu lesen. François Charles Roux schreibt, Zitat, während der Neuzeit hat die Weltpolitik das katholische Eingreifen nie stärker zu spüren bekommen, wie in der Amtsperiode Monsignore Pacellis, womit er Bezug nimmt auf Eugenio Pacelli, den Nuncio im Deutschen Reich zwischen 1917 und 1929 und den späteren Papst Antichrist, Papst Pius XII. Und von Joseph Rovan lesen wir, Zitat, das katholische Bayern
macht sich also daran, all jene, die Unfrieden säen, sowie die Komplizen und Mörder der heiligen Feme aufzunehmen und zu schützen. Ende Zitat. Die heilige Feme, das ist hier den Übersetzern nach, die machen da eine kleine Erklärung rein, der heiligen Geheimen über die Ermordung politischer Gegner und Verräter in den eigenen Reihen entscheidenden Gerichtsversammlung. Ja, das ist die heilige Feme. Ja? Also sowas wie ein Geheimtribunal. Unter all diesen Agitatoren wird die Wahl für Deutschlands Wohltäter auf Hitler, Adolf Hitler fallen, der dazu bestimmt ist, unter der Standarte des Heiligen Vaters den Sieg über die demokratischen Irrtümer zu erringen. Wie seine wichtigsten Mitarbeiter ist er selbstverständlich katholisch. Also Hitler ist katholisch. Und dann wird hier nochmal drauf eingegangen, muss ich mal eben suchen, ich habe das Bild hier. Dann wird hier eben darauf eingegangen, über die demokratischen Irrtümer. Ja? Also Hitler ist dazu bestimmt, unter der Standarte des Heiligen Vaters, also unter der Standarte der römisch-katholischen Kirche, die demokratischen Irrtümer zu erringen, ja? Also die zu vernichten. Was sind die demokratischen Irrtümer? Das ist hier der Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Aus dem Jahre 1864. Der Syllabus der Fehler, so heißt das im Englischen, The Syllabus of Errors, von dem Enzyklika Quanta Cura. Ja, könnt ihr gerne mal nachsuchen. Aber hier geht es in diesem Syllabus der Fehler von Antichrist Papst Pius IX. Da verdammt er alle Regierungen, die de facto sind. Ne? Also es gibt ja de jure Regierungen, das sind die Regierungen, die vom Vatikan, von der römisch-katholischen Kirche anerkannt sind. Und es gibt dann die Regierungen, die nicht anerkannt sind, das sind halt de facto Regierungen. Und überall, wo heutzutage eine de facto Regierung ist und die muss umgesetzt werden in eine de jure Regierung, da spricht man dann von Regime Change. Ne? Das kennt ihr ja auch schon, das Neudeutsche. Ne? Eine Regimeveränderung muss herbeigeführt werden. Kennen wir ja von unter anderem Libyen und Irak und was weiß ich nicht noch, wo das alles passiert ist. Im Augenblick sind sie ja noch beschäftigt, das in Syrien zu probieren. Ne? Also, der Syllabus der Fehler von Antichrist Papst Pius IX. Wird hier erwähnt in dem, was der Autor hier schreibt. Unter all diesen Agitatoren wird die Wahl für Deutschlands Wohltäter, zwischen Anführungsstrichen, auf Hitler fallen, der dazu bestimmt ist, unter der Standarte des Papstes den Sieg über die demokratischen Irrtümer zu erringen. Den Sieg über die demokratischen Irrtümer zu erringen. Den Sieg über die demokratischen Irrtümer zu erringen. Ja, ich habe keine Platte, die einen Sprung hat. Es geht hier darum, dass man eben die Demokratie vernichtet, die dem Papsttum schon immer ein Dorn im Auge war. Die Menschen verwalten sich da selber. Und stell dir mal vor, die nehmen sogar noch die Bibel als ihre Autoritätsbasis. Dann würde ja tatsächlich erfüllt werden, was James Atkin Wiley prophezeit hat, der mal sagte, eine Regierung für das Volk, durch das Volk, wie sagt man das, jetzt kriege ich das nicht auf die Reihe, im Englischen sagt man das, a government by the people, for the people, ja, kriege ich auch nicht auf die Reihe. Also ihr wisst schon, was ich meine. Eine Regierung durch das Volk, für das Volk, ist auf der Basis der Bibel. Das meinte James Atkin Wiley. Also jetzt kriege ich diesen Spruch tatsächlich nicht zusammen. Das ist ja wohl unglaublich. Oh, Mann, 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 Mann. Jörg, Jörg, Jörg. Manchmal ist das wirklich furchtbar, wenn man so ein Wort nicht findet. War das nicht gerade hier? Oh, Mann, 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 Mann. Nee. Die Bibel ist die Regierung durch die Menschen, also von den Menschen, durch die Menschen, für die Menschen. So, ein bisschen schwierig, ne, wenn man das aus dem Englischen übersetzt. The Bible is the government of the people, by the people and for the people. Die Bibel ist der höchste Standard der Menschen. Oder so sollte es zumindest sein. Und
Eine Demokratie hilft ja, genau diesen Standard durchzusetzen. Und eine Demokratie wurde eben verdammt unter Pius dem Neunten in seinen Syllabus der Fehler. Und Adolf Hitler war eben auserwählt als der, zwischen Anführungsstrichen, Wohltäter, der diesen demokratischen Irrtum beseitigen sollte. Aber fahren wir fort, sonst komme ich ja über die Einleitung gar nicht drüber hinweg. Entschuldigung, aber ja, by the people, for the, of the people, by the people, for the people. Ja, man muss da eben erstmal drauf kommen. Ja, ich meine, ich verstehe Englisch gut, da habe ich kein Problem mit, aber die Dinge dann immer richtig ins Deutsche zu übersetzen, ist auch nicht immer so einfach. Wie macht man das hier? Ja, eine Regierung der Menschen, von den Menschen und für die Menschen. Ja, okay, gut, wenn das dann so deutlich ist, okay. Schön. Dann schauen wir mal weiter. Also, das Nazi-Regime, das nationalsozialistische Regime, ja, gleicht einer Wiederholung der Regierung Süddeutschlands. Name und Herkunft einer seiner führenden Köpfe beweisen es. Hitler ist sogar Österreicher, Göring Bayer, Goebbels Rheinländer und so weiter und so fort. Na, also das musste mir in der Schule keiner beibringen. Wir haben damals schon in Hamburg mehr oder weniger scherzhaft gelernt, die Elbe ist der Weißwurst-Äquator, alles südlich von der Elbe ist Norditalien und aus dem Süden kommt nie was Gutes, außer vielleicht das Wetter. Und wenn man dann sowas liest wie das hier, das nationalsozialistische Regime gleicht einer Wiederholung der Regierung Süddeutschlands, Name und Herkunft seiner führenden Köpfe beweisen es da, Hitler Österreicher ist, Göring ist Bayer und Goebbels ist Rheinländer und so weiter und so weiter. Das sind alles Leute, die kommen da aus dem Süden. Ja, ist gar nicht so schön, wenn man dann von solchen Leuten regiert wird. Ne? Das war übrigens ein Zitat von Gosag de Reynold. Woher kommt Deutschland? In Paris erschienen 1939. 1924 unterzeichnet der Heilige Stuhl ein Konkordat mit Bayern. Ne? Wir wissen ja und haben ja letztes Mal gesehen, die Unterzeichnung des Konkordats mit Gesamtdeutschland, mit dem nationalsozialistischen Deutschland 1933 am 20. Juli. 1924 unterzeichnet der Heilige Stuhl ein Konkordat mit Bayern. 1927 können wir in der Gazette de Cologne, also in der Gazette von Köln, lesen, Zitat, Pius der XI., Antichrist Papst Pius der XI., ist gewiss der deutscheste Papst, der je auf dem Stuhle Petri gesessen hat. Ende Zitat. Naja, ob man das heute noch halten kann, diese Aussage, nachdem da Benedikt da ein paar Jahre drauf gesessen hat, der, bevor er sich als Papst erhoben hat, 25 Jahre Vorsitzender der Glaubenskongregation war oder mit anderen Worten der modernen Inquisition, ist eine andere Frage. Sein Amtsnachfolger Pius der XII., fährt der Autor fort, wird ihm diese Siegeslorbeeren abbringen. Also, der wird ein noch deutscherer Papst dann, mit anderen Worten. Doch widmet sich jener fürs Erste seiner Diplomaten- oder vielmehr politischen Laufbahn in diesem Deutschland, für das er, wie Ribbentrop später wissen lässt, immer eine besondere Zuneigung haben würde. Zum Nuntius von Berlin aufgestiegen, arbeitet Pacelli mit Franz von Papen an der Zerstörung der Weimarer Republik. Am 20. Juli 1932 ruft man in Berlin den Belagerungszustand aus und vertreibt manu militari die Minister. Manu militari, also mit militärischen Händen, ne, schätze ich mal. Manu steht ja wohl für Hände und militari für Militär. Ein erster Schritt somit in Richtung Hitler-Diktatur. Man bereitet Neuwahlen vor, die den Erfolg der Nazis begründen werden. Zitat. Aus Walter Görlitz und Herbert A. Quint, Adolf Hitler, erschienen 1953. Unter Zustimmung Hitlers traten Göring und Strasser mit Monsignore Kaas, dem Chef der katholischen Zentrumspartei, in Verbindung. Ende Zitat. Ja, über den Monsignore Kaas habe ich ja letztens auch schon erzählt, im Zusammenhang mit dem Konkordat vom 20. Juli 1933. Der Chef der katholischen Zentrumspartei, die später zwischen Anführungsstrichen verboten wurde, oh, diese bösen liberalen katholische Partei, die im Grunde eine Vorgängerpartei der heutigen CDU ist. Ja. Kardinal Bertram, Erzbischof von Breslau und Metropolit von Ostdeutschland, erklärte, Zitat, wir als Christen und Katholiken
Also interessant, ne? Da macht er hier einen Unterschied zwischen Christen und Katholiken, oder wie muss ich das verstehen? Nein, 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 nein. Hört genau hin. Wir als Christen und Katholiken, also mit anderen Worten, Katholiken sind Christen, sagt der Bischof. Das behauptet die römisch-katholische Kirche. Wir bibelgläubige Christen wissen es doch besser. Christen sind keine Katholiken und Katholiken sind keine Christen. Aber das Zitat. Wir als Christen und Katholiken schauen weder auf Religion noch auf Rasse. Ende Zitat. Mit vielen anderen Bischöfen versuchte er, die Gläubigen vor, Zitat, dem heidnischen Ideal der Nazis, Ende Zitat, zu warnen. Offensichtlich hat dieser Prälat die päpstliche Politik nicht verstanden. Doch sollte er alsbald belehrt werden. 1934 brachte der Mercure de France eine hervorragende Studie. Zitat: Den deutschen Katholiken war 1932 nicht klar, dass sie die Sache verloren hatten. Ihre Oberhäupter waren sich im Frühjahr anscheinend etwas unschlüssig. Sie hatten erfahren, dass der Papst Hitler persönlich zugetan wäre. Ende Zitat. Nun, dass Antichrist Papst Pius XI. Mit Hitler sympathisierte, das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Für ihn hätte Europa nur über eine Vorherrschaft Deutschlands wieder zur Ruhe kommen können. Ja, hier haben wir wieder mal eine Bestätigung des Zitats, das ich ja schon öfter gebracht hatte, das ihr nachlesen könnt in dem Buch Behind the Dictators, wo Antichrist Papst Leo der 13. dem deutschen Kaiser Wilhelm gesagt hat, dass er will, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche in Europa wird. Ne? Für ihn hätte Europa nur über eine Vorherrschaft Deutschlands wieder zur Ruhe kommen können. Also nur wenn die Deutschen regieren, dann herrscht in Europa Ruhe. Dann herrscht in Europa der Antichrist, weil Deutschland ein willfähriger Sklave des Antichristen ist. Sicher seit sie die Reformation aufgegeben haben. Sicher seitdem die Menschen an den zukünftigen Antichristen glauben und den Papst nicht mehr als Antichrist akzeptieren. Ja, jetzt komme ich ein bisschen vom Thema weg, aber es tut mir leid. Ich habe heute wieder mal ein paar Kommentare bekommen auf meinen Videos. Welches Video war das denn hier? Leben Evolutionisten im Jahr 2017, was ich letztens hochgeladen hatte. Das ist natürlich schon eine ganze Zeit lang her, bis ihr dieses Video hier sehen werdet. Nur, worauf ich hinaus will damit, ist das Folgende. Ich kriege da Kommentare drauf von Leuten, die sich als Christ ausgeben und dann sagen: Ja, aber Jörg, warum sagst du denn bitte schön, dass der Papst der Antichrist ist? Es gibt doch erst diese 3,5 Jahre Tribulation, diese 3,5 Jahre Trübsal und dann kommt der Antichrist und schließt einen Vertrag und der muss doch in den Tempel Salomons in Israel sitzen. Das ist doch alles so. Mensch, 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 Leute, geht bitte zu meinen Videos, der größte Betrug seit dem Garten von Eden und versteht es endlich. Die Zukunftslehre des Antichristen ist basiert auf der Lüge, dass die 70. Woche von Daniel nicht erfüllt ist. Aber Jesus Christus hat die 70. Woche der Daniel-Prophezeiung der 490 Jahre, die ihm gegeben wurde in babylonischer Gefangenschaft vor knapp 2000 Jahren, hundertprozentig erfüllt. Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27. Schaut euch meine Videos darüber an. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Ich will da jetzt nicht noch im Detail drauf eingehen. Aber es gibt Leute, die haben es immer noch nicht begriffen. Und es geht nicht darum, was ich, Jörg, sage. Nein, ich sage euch die Bibelzitate. Die Bibel hat, Gott hat uns wissen lassen, wer der Antichrist ist. Unser Vater im Himmel hat sich im ganzen sogenannten Alten Testament, das ja eigentlich das Gesetz und die Propheten heißen sollte, darum bemüht, uns deutlich zu machen, dass wir in Sünde leben und dass wir uns bekehren müssen und dass wir bekennen müssen, dass wir in Sünde leben und dass nur einer diese Sünde von der Menschheit nehmen kann und das ist der Sohn Gottes. Und wenn er kommt, das perfekte Lamm, dann wird die Sünde von den Menschen genommen. Dafür müssen die Menschen aber an dieses Lamm, an seinen Sohn glauben. Und im ganzen Alten Testament, alles wies im Alten Testament nur auf Jesus Christus hin. So, und Daniel 9, 4 bis 27 weist auf Jesus Christus hin und auf die Vollendung seines Ministeriums, seiner 7 Jahre,
Da muss ich mal eben das Bild dann vielleicht einblenden, dass wir das da eben noch mit beinehmen können. Ja, dass in der Zeit, wenn Jesus Christus dann kommt, ne, da sehen wir das hier, über die Periode von 490 Jahren sehen wir hier die Erfüllung der 70. Woche. In Daniel 9, Vers 26 heißt es dann, dass er die Opferung zum Beenden bringen wird, und das ist in dem Moment geschehen, wo Jesus ans Kreuz ging. Er war das perfekte Lamm. Ja? Und Leute begreifen immer noch nicht, dass hier in Daniel 9 über den Christus gesprochen wird und nicht über den Antichristen. Und Gott hat so viel Mühe gemacht, uns zu erklären, guckt, da kommt eure Erlösung, euer Messias. Ja? Und dann im Neuen Testament wurden wir ständig, auch schon vorher, auch Daniel hat darüber gewarnt in Kapitel 2 und Kapitel 7, ja, wo er die vier Königreiche erklärt hat, einerseits mit der Statue, diese Statue des Menschen dem Kopf aus Gold und den Armen und der Schulter aus Silber, mit dem Bauch und den Hüften aus Bronze und den Beinen aus Eisen, wo er dann erklärt hat, was diese Königreiche sind, und welche Königreiche halt gelten werden auf dieser Erde noch bis zum Ende der Zeit. Und Paulus hat es in verschiedenen Stellen in der Bibel gesagt, wobei die kräftigste Aussage finde ich persönlich in 2. Thessalonicher. Können wir mal eben sehen, ob ich das hier in der Bibel eben mal finde. In dem zweiten Buch der Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 7. Wollen wir eben gucken, ob wir hier zu den Thessalonikern schnell kommen. Das ist hier. 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Wollen wir mal gucken. Also machen wir das mal für jeden eben deutlich. Es ist nicht Jörg, der sagt, dass er der Antichrist ist. Hier steht es: Denket ihr nicht mehr daran, sagt Paulus zu den Thessalonikern, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Diese Briefe aus dem Neuen Testament sind ja Briefe, die Paulus geschrieben hat zu den Kirchen, die er davor errichtet hat, um dafür zu sorgen, dass diese Kirchen sich der Sachen erinnern, die er gesagt hat, als er da war. Aber in diesen Briefen konnte Paulus natürlich nicht so deutlich sprechen, wie wenn er den Leuten gegenüber sitzt. Ich kann ja auch bestimmte Dinge nur Leuten sagen, wenn ich sie vis-à-vis sehe, als wenn ich das schreiben müsste. Weil wenn dieses Schreiben dann in die falschen Finger kommt, dann könnte ich dafür belastet werden. Das war damals bei Paulus genau dasselbe Problem. Also sagt er hier: Denket ihr nicht mehr daran, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Und nun wisset ihr ja, was noch aufhält in der Zeit, wo Paulus spricht. Wer hat denn in der Zeit regiert? Wer hat denn in der Zeit aufgehalten? Das waren doch die Cäsaren, ne? Und nun wisset ihr ja, was noch aufhält, dass er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit. Nur muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Wege geschafft werden. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Also mit anderen Worten, um es nochmal deutlich zu sagen, es ist nicht Jörg, der das sagt, es ist die Bibel, Paulus. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit, nur muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Weg geschafft werden. Das war mit anderen Worten, die Cäsaren müssen erstmal weg. Und das, was dann kommt, das ist der Gesetzlose. Und der Gesetzlose, das ist der Antichrist, der Mann der Sünde, der Mensch, der Sohn der Sünde, der Mann des Verderbens. Wie sagt man das? Man of Sin? Nee, Mensch der Sünde. Son of Perdition, der Sohn des Verderbens. So sagt man das auf Deutsch. Das ist der Antichrist. Und
Der Antichrist ist das Amt des Papsttums. Und wo hat, wie hat das Daniel gesagt? Ich will ja nun keine Antichrist, ich wollte kein Antichristen-Video machen. Ich werde das hier mal vielleicht rausschneiden und als extra Video machen. Es ging mir ja eigentlich darum, dass ich euch sagen wollte, wer der Antichrist ist, weil ich ja immer diese Zweifler kriege. Ne? Das geht mir echt ganz schön auf den Keks. Und ich glaube, man kann es ja wohl nicht deutlicher sagen als das hier. Und Daniel hat es ja gesagt mit dem kleinen Horn. Ne? Und wenn Rom halt in seine 10 Teile verfällt, in seine 10 Königreiche verfällt, dann entsteht aus diesen 10 Hörnern, in der Mitte der 10 Hörner entsteht ein 11. Horn. So, und dieses 11. Horn ist der Antichrist. Geht mal nach Nürnberg, schaut euch mal das Rathaus an. Das haben damals Protestanten gebaut. Da sind die 4 Tiere aus der Daniel-Offenbarung davor zu sehen. Das vierte Tier hat ein 11. kleines Horn, das aus den anderen 10 rauswächst. Und was ist das kleine Horn? Ein Horn ist ein Königreich. Okay? Was ist der Vatikan? Ein Königreich. Ist der Vatikan klein? Ja, ist mal gerade ein Hektar oder sowas groß. Ist das kleinste Königreich auf dieser Erde. Das kleine Horn, das aus den anderen 10 Königreichen emporkommt. Ne? Also, diese Diskussion, ob der Papst der Antichrist ist oder nicht, da muss man halt nur die Bibel verstehen. Ich möchte ja gerne helfen zum besseren Bibelverständnis, aber wenn ihr es weder von mir noch von der Bibel annehmt, ja, bitteschön, dann bleibt halt in eurem Irrtum, ne? Dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Aber ich denke, wir sollten jetzt mal weiterlesen, sonst kommen wir hier vom Regen in die Traufe und von dem Buch überhaupt nicht mehr weiter. Aber ich finde es doch einmal wichtig, um mal eben zu erwähnen, dass wenn ich hier ständig den Papst als den Antichristen denunziere, dass ihr auch wisst, wie ich das biblisch begründe. Und so wie ich das biblisch begründe, so haben das die frühen Christen alle gesagt, alle gesehen. So haben das die Apostel von Jesus Christus gesehen. So hat das Daniel gesehen in seiner Vision, die ihm von dem Erzengel Gabriel gegeben wurde. Und so hat es Johannes gesehen, als er die Offenbarung schrieb und unter anderem in Kapitel 17 und 18 ja wohl deutlich Rom und eben die römisch-katholische Kirche und deren Vorsitzenden meint. Das Amt des Papstes ist das Amt des Antichristen. So, und jetzt lesen wir nochmal eben weiter. Also, wir waren hier stehen geblieben. Das Antichrist, Papst Pius XI., mit Hitler sympathisierte, sollte uns nicht überraschen. Für ihn hätte Europa nur über eine Vorherrschaft Deutschlands wieder zur Ruhe kommen können. Schon seit langem dachte der Vatikan an eine Verlagerung des Reichsschwerpunkts mit Hilfe des Anschlusses, ja? Und die Societas Jesu arbeitete jetzt öffentlich, insbesondere in Österreich, auf dieses Ziel, das Ledokowskis Plan war, hin. Na, Ledokowski, erinnert ihr euch noch? Ich gebe euch gerne nochmal eben das Bild. Das war der Jesuitengeneral zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, davor und danach. Also davor, bis 42, dann ist er gestorben. Wladimir Ledokowski, das war sein Plan. Interessant, dass man hier eben schreibt, dass schon seit langem dachte der Vatikan an eine Verlagerung des Reichsschwerpunkts mit Hilfe des Anschlusses, weil der Norden Deutschlands traditionell, also Preußen, traditionell protestantisch war. Und wir hatten ja schon in der vorherigen Lesung gelesen, dass sie das umkehren wollten. Damals hatte ja Bismarck mit Preußen, hatte ja den Süden Deutschlands besiegt und hat damit Deutschland zusammen als eine Nation gegründet, 1871, das Zweite Deutsche Reich, aber unter der Vorherrschaft Preußens. Und Preußen ist halt historisch gesehen protestantisch und nicht katholisch. Und in Preußen haben sie halt nur durch solche Sachen wie zum Beispiel die Freimaurer wirken können. Die Jesuiten waren da geschwächt, sicher nachdem Bismarck sie 1872 rausgeschmissen hat aus Deutschland. Also, wir wissen, fährt der Autor fort, wie Pius XI. Auf Österreich baute, um, was er seine Politik nannte, zum Siege zu führen. Welche Politik ist denn das? Die Politik der Durchsetzung der Pläne von Papst Pius IX., der den Syllabus der Fehler geschrieben hat. Wir wissen, wie Pius XI. Auf Österreich baute, um, was er seine Politik nannte, zum Siege zu führen. Was verhindert werden musste, war die Vorherrschaft des protestantischen Preußens. Bitte, bitte, gerade gesagt. Und da es das Reich war, das Europa beherrschen sollte, galt es, ein neues Reich zu schaffen,
in dem nämlich nicht die Protestanten aus Preußen, sondern die Katholiken aus dem Süden das Sagen hätten. Ja. Im März 1933 folgt ein Zitat aus Mercure de France von Pius XI. Und Hitler von 1934. Im März 1933 nutzten die in Fulda zusammenkommenden deutschen Bischöfe die Rede, die Hitler in Potsdam hielt, um zu erklären, es ist nunmehr anzuerkennen, dass von dem höchsten Vertreter der Reichsregierung, der zugleich autoritärer Führer jener Bewegung ist, öffentlich und feierlich Erklärungen gegeben sind, durch die der Unverlässlichkeit der katholischen Glaubenslehre und den unveränderlichen Aufgaben und Rechten der Kirche Rechnung getragen, sowie die vollinhaltliche Geltung der von den einzelnen deutschen Ländern mit der Kirche abgeschlossenen Staatsverträge, Konkordate, durch die Reichsregierung ausdrücklich zugesichert wird. Von Papen begibt sich nach Rom. Dieser Mann, dessen Vergangenheit derart himmelschreiend ist, wird zum frommen Pilger in der Mission, ein Konkordat für ganz Deutschland mit dem Papst abzuschließen. Und im Angebote machen an den Letzteren wird er Mussolini hinterher eifern. Ende Zitat. Das Konkordat. Auch darüber sprachen wir bereits letztes Mal. Also hole ich das Bild mal eben nach vorne und dann können wir uns das nochmal anschauen. Im Grunde geschieht in beiden Ländern das Gleiche. In Italien ist es die katholische Partei von Don Sturzo, die Mussolinis Machtübernahme absichert. Und in Deutschland tut dies für Hitler das Zentrum von Monsignore Kahrs. Und in beiden Fällen besiegelt den Pakt ein Konkordat. Das gibt Joseph Rovan wie folgt zu. Zitat: Dank von Papen, 1920 Zentrumsabgeordneter und Inhaber des Parteiorgans Germania, kam Hitler am 30. Januar 1933 an die Macht. Um Hitler am 26. März 1933 zu ermächtigen, wurde dieser nicht Christdemokrat, sondern der deutsche politische Katholizismus geschaffen. Sollte die Abstimmung zugunsten der Ermächtigung ausfallen, so bedurfte es einer Zweidrittelmehrheit und war, um letztere zu erlangen, das Zentrum unverzichtbar. Selbiger Autor fährt noch fort in dem folgenden letzten kleinen Einsatzzitat. Was wir in den Korrespondenzen und Erklärungen der kirchlichen Würdenträger unter dem NS-Regime stets finden werden, ist die inbrünstige Zustimmung der Bischöfe. Also, was auch immer die deutsche nationalsozialistische weltliche Regierung durchbringen will, findet immer die Zustimmung der Bischöfe. Mit anderen Worten, die temporäre, die zivile Regierung setzt das durch, was die Bischöfe wollen, was die römisch-katholische Kirche will. Und damit sind wir genau da angelangt, was Luther 1520 schon angeprangert hat in seinem Schreiben an den christlichen Adel deutscher Nation für des christlichen Standes Besserung. Das hatte ich ja auch vorgelesen und geschrieben. So, steht hier eine Warnung? Nee. Wo Luther bereits festgestellt hatte, dass die römisch-katholische Kirche diese drei Mauern um sich baut, wovon die eine Mauer ist, dass sie sagt, die geistliche Macht steht über der weltlichen Macht. Da könnt ihr euch winden, so viel ihr wollt. Das ist, was die römisch-katholische Kirche bestimmt. Die geistliche Macht steht über der weltlichen Macht. Diese Inbrunst ist unschwer erklärt. Lesen wir im folgenden Zitat von Van Papen, Franz von Papen, aus seinen Memoiren. In Deutsch heißt das der Wahrheit eine Gasse. Dass der Franz von Papen jemals in seinem Leben auch nur die Wahrheit einmal geäußert hat, das wage ich stark zu bezweifeln. Aber gut, hier, zweiter von links in dem Bild, Franz von Papen, in den 1950er Jahren zum Kämmerer des Papstes erhoben.
zitiert hier in seinen Memoiren wie folgt. Zwischen dem Vatikan und dem Reiche hatte es seit den Tagen der Reformation kein Konkordat mehr gegeben. Einige Länder mit überwiegend katholischer Bevölkerung hatten Länderkonkordate geschlossen, wie beispielsweise Bayern. Das überwiegend protestantische Preußen hatte trotz aller Bemühungen des Nuntius nur ein ziemlich dürftiges Abkommen mit dem Heiligen Stuhl. Während der Weimarer Periode hatte das Zentrum wiederholt gesucht, zu einer Verständigung zu gelangen. Die enge Partnerschaft und Rücksichtnahme auf die Sozialdemokratie hatten diese Bemühungen immer an der Schulfrage scheitern lassen. Die neue Lage in Deutschland schien nun günstig für die endgültige Regelung der kulturellen Frage. Gleichartige Abmachungen mit der evangelischen Kirche sollten folgen. Das Kernproblem christlicher Erziehung, die Schulfrage, war nun einheitlich geregelt. Die Bekenntnisschule gewährleistet und den geistlichen Orden das Recht zur Führung von Privatschulen zuerkannt. Diese Rechtstitel, seit Jahrhunderten heiß umstritten, mussten für die christliche Regeneration der europäischen Mitte von besonderer Bedeutung sein. Und Hitler beauftragte mich, dem Kardinalstaatssekretär Pacelli, Eugenio Pacelli, zu versichern, er würde alle Übergriffe rigoros unterbinden. Ende Zitat. Nun, über das gerade eben Gelesene könnte ich so unglaublich viele Kommentare abgeben, dass euch wahrscheinlich schwindlig wird. Ich möchte nur eben an eine Sache erinnern. Das Kernproblem christlicher Erziehung, die Schulfrage, war nun durch die Konkordate einheitlich geregelt. Okay? Nun, die Schulfrage. Ich habe doch die Videos gemacht über Herrscher des Bösen, ja? Und ich habe hier noch das Papier mal eben raussuchen, dass ich das jetzt schnell finde. Das Papier, was ich damals vorgelesen habe, und seht, so schnell findet man das manchmal, wenn man weiß, wo man suchen muss. Wir haben jetzt gerade eben über die Schulfrage gelesen wegen dem Konkordat. Franz von Papen sagt es in seinen Memoiren. Das Kernproblem christlicher Erziehung, das Kernproblem römisch-katholischer Erziehung, muss man das sehen, ist die Schulfrage. Wer ist für die Erziehung der neuen, der heranwachsenden Generation zuständig? Ihr alle kennt den Spruch, den Hitler wohl mal gesagt haben soll, gebt mir die Jugend oder gebt mir die Kinder und ich mache eine Jugend, die werdet ihr nicht mehr erkennen. Irgendwas in der Richtung. Ne? Nach dem Motto von, wenn ich derjenige bin, der bestimmt, wie die Kinder ausgebildet werden, dann werde ich sie nach meiner Fasson formen. Da geht es im Grunde drum. So, was habe ich damals in Herrscher des Bösen vorgelesen? Ein Zitat von Martin Luther aus diesem Schreiben von 1520. An den christlichen Adel deutscher Nation. Das steht hier jetzt, glaube ich, gar nicht bei. Hier zitiert Luther. Hört gut zu. Martin Luther, der sich dessen bewusst war, dass Lernen gegen das Lernen, ja, die Medici-Lehrmethode, die Zukunft des Christentums war, wandte sich 1520 mit mehreren Veröffentlichungen an die herrschenden Klassen. Unter anderem schrieb er, nahezu prophetisch. Zitat. Obwohl unsere Kinder inmitten einer christlichen Welt leben, werden sie kraftlos und sie versinken im Elend, weil es ihnen am Evangelium mangelt, das wir ihnen beibringen sollten und worin wir sie unterweisen müssten. Ich kann niemandem raten, sein Kind dorthin zu senden, wo das Wort Gottes nicht von absolut höchster Bedeutung ist. Schulen werden zu weit offenen Toren der Hölle werden, wenn wir die heiligen Schriften nicht gewissenhaft in die Herzen der Jugend einprägen. Jede Institution, die sich nicht zunehmend mit dem Wort Gottes beschäftigt, wird mit der Zeit zwangsläufig korrupt werden.
Ende des Zitats von Martin Luther aus 1520. Warum sagt die Kirche, dass es ihr ursprüngliches Recht ist, die Ausbildung zu versichern? Und warum sagt die Kirche, die römisch-katholische antichristliche Synagoge Satans, dass es ihr Urrecht ist, ihr Urrecht, alle Medien zu besitzen, weil über die Medien die Ausbildung stattfindet und über die Schulen? Und Franz von Papen schreibt hier in seinen Memoiren ganz deutlich, das Kernproblem christlicher Erziehung, die Schulfrage, war nun einheitlich geregelt. Ja, wir sprechen von der Zeit nach dem Konkordat, als das Konkordat hier unterschrieben wurde, weil das Konkordat bestimmt die Zusammenarbeit des Staates mit der Kirche und bestimmt, dass die Kirche die einzige offiziell anerkannte Kirche des Staates ist. Wo die römisch-katholische Kirche ein Konkordat unterschreibt, wird sie zur Staatsreligion. Und wenn die römisch-katholische Kirche die Menschen nicht in die Kirche kriegt, um sie katholisch zu machen, dann tut sie das über die Gesetze. Und die Gesetze, die der Staat erlässt, sind alle angeglichen an das römisch-kanonische Recht. Und somit werden wir alle zu Katholiken gemacht, ohne es im Grunde zu begreifen, weil der Staat ein Vasalle ist der Kirche. Weil der Staat Wachs in den heißen Händen der Kirche ist. Und das können wir hier von Papen ganz deutlich lesen. Das war kein leeres Versprechen. Neben dem antijüdischen Gemetzel und von Nazis begangenen Attentaten gab es in jenem Jahr 1933 bereits 45 Konzentrationslager mit 40.000 Gefangenen unterschiedlicher politischer Auffassung, die meisten aber Liberale. Ja, Liberale, da sprechen wir sogar über Katholiken. Da sprechen wir über diejenigen Katholiken, die nicht so treu sind an das Konzil von Trient, sondern über die Katholiken, die sich arrangieren wollen mit Protestanten. Und die Leben und Leben lassen Motto verfolgen. Während der römische Katholizismus, der tridentianische römische Katholizismus, sagt, konvertiere oder stirb. Die sind nicht liberal. Aber eben auch viele Liberale saßen in den Konzentrationslagern. Römisch-katholische, ja. Geht nochmal zu dem Video der Eid der Jesuiten und ihr werdet verstehen, dass es eben auch Krieg gegen die Liberalen geführt wird, auch in den eigenen Reihen der römisch-katholischen Hierarchie. Der päpstliche Geheimkämmerer Franz von Papen, ne, das ist der Titel, der ich euch gesagt habe, in den 50er Jahren bekommen hat, hat die tiefere Bedeutung des Paktes zwischen dem Vatikan und Hitler treffend charakterisiert, mit diesem Satz, den man sich merken sollte. Der Nationalsozialismus ist eine christliche Gegenbewegung zu 1789. Tja, den Satz sollte man sich wirklich merken. Der Nationalsozialismus ist eine christliche Gegenbewegung zu 1789, wobei man hier natürlich bei von Papen verstehen muss, dass wenn er von einer christlichen Gegenbewegung spricht, man das Wort mit katholisch ersetzen muss, um es zu verstehen, wie es gemeint ist. Der Nationalsozialismus ist eine katholische Gegenbewegung zu 1789. So, und er wird nicht deutlich, was mit 1789 gemeint ist. Und deswegen möchte ich euch daran erinnern, dass wir nicht nur 1789 die Französische Revolution hatten, was er hier wohl hauptsächlich mit meint, aber man muss das auch so verstehen, dass in 1789 die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA, eine Nation wurden. Auch das passierte 1789. Also,
Der Nationalsozialismus ist eine katholische Gegenbewegung zu 1789. Das heißt, der Nationalsozialismus ist auch eine katholische Gegenbewegung zur Gründung dieses Staates, dieser Republik der Vereinigten Staaten von Amerika. Und jetzt nehmen wir diesen Satz von Van Papen und transferieren ihn aus dem 20. ins 21. Jahrhundert und werden uns anschauen aus der Ferne hier in Europa, wie Amerika nazifiziert wird, wie Nationalsozialismus in Amerika durchgreift und da die Protestanten vernichten wird. In den Vereinigten Staaten von Amerika haben sie hunderte von Konzentrationslagern, sogenannte FEMA-Camps bereits. Hier hatten sie 1933-45 Konzentrationslager mit 40.000 Gefangenen. Was in den Vereinigten Staaten von Amerika passieren wird, auf einer Skala, so haben wir das in der Welt bis jetzt noch nicht gesehen. Markt meine Worte, markiert meine Worte, das wird passieren. Unter dem Druck der Weltöffentlichkeit werden von Pius dem 11. 1937 die Rassentheorien als unvereinbar mit den katholischen Ansichten und Grundsätzen verdammt, unter denen seine Apologeten amüsanterweise die erbärmliche Enzyklika mit brennender Sorge nennen. Der nationalsozialistische Rassismus wird verdammt, sein Führer Hitler hingegen nicht. Mit brennender Sorge. Ich weiß nicht, ob ich da ein Bild von habe. Das ist das Enzyklikal. Ja, hier ist es. Ich habe fast alles. Als Bild hier. Komm, ich habe zweimal geklickt. Gehst du jetzt mal auf hier? Ups. Also hier haben wir das mit brennender Sorge. Das ist das Enzyklikum vom Papst Pius dem 11. von 1937. Und der nationalsozialistische Rassismus wird verdammt, sein Führer Hitler hingegen nicht. Distinguo, ich unterscheide, sagt der Papst. Und sorgsam unterlässt es der Vatikan, das 4 Jahre zuvor mit dem faschistischen Deutschen Reich abgeschlossene günstige Konkordat zu denunzieren. Während in Deutschland das Kreuz Christi und das Hakenkreuz gerade zusammenarbeiteten, machte sich Benito Mussolini mit dem Segen des Heiligen Vaters an die leichte Eroberung Äthiopiens. Ja, jetzt könnt ihr sagen, was machen die denn in Äthiopien, Afrika, was interessiert uns das, was hat das überhaupt mit Protestanten zu tun? In Nordafrika haben viele bibelgläubige Christen gewohnt. Erst haben sie da die Islamisten hingeschickt, die Muslime, und hier in diesem Fall Mussolini, der muss da auch nochmal aufräumen. Äthiopien unter anderem ist ein Land, das bekannt war für seine Bibelgläubigkeit. Aber das sollte mal jeder für sich selber studieren. Also Benito Mussolini machte sich mit dem Segen des Antichristen an die leichte Eroberung Äthiopiens. Zitat: Der Oberhirte verdammte Mussolinis Politik nicht und ermöglichte dem italienischen Klerus völlig ungehindert mit der faschistischen Regierung zu kooperieren. Die Geistlichen, vom schlichten Gemeindepriester bis zum Kardinal, waren alle für den Krieg. Eines der bemerkenswertesten Beispiele kam von Kardinalerzbischof von Mailand, Alfredo Ildefonso Schuster, ein Jesuit, der diesen Feldzug gar einen katholischen Kreuzzug nannte. Hier gibt es ja eine kleine Fußnote, die wir mal eben durchlesen. Ich sage, ich habe es nicht vorgelesen, ich weiß es ja auch nicht, was da steht. Kardinal Schusters, also des Jesuiten Schusters Leidenschaft, ist verständlich, da der Societas Jesu in Abessinien das gleiche Schicksal wie in den europäischen Ländern zuteil wurde. Mit Hilfe des Kaisers Seget, der Susenios von 1571 bis 1632, den sie bekehrt und auf den Thron gebracht hatten, versuchten sie, die Söhne Loyolas durch das Hervorrufen von Aufständen und blutigen Repressionen landesweit den Katholizismus durchzusetzen, werden aber schließlich von Negus, König Basilides, vertrieben. Das passierte zwischen 1609 und 1667, weil da lebte der Basilides oder Phasilades. Übrigens, Schuster, also der Jesuit, war auch Rektor der merkwürdigen Institution mit dem Namen Mystische Schule des Faschismus, Scuola Mystica del Fascismo.
eine mussolinische Kaderschmiede. Eine kleine Anmerkung des Verfassers. Und er nannte den Feldzug hier der Kardinal Erzbischof von Mailand, der Jesuit Ildefonso Schuster, man nannte diesen Feldzug einen katholischen Kreuzzug. Ja, doch mal eben eine Frage an meine lieben Zuhörer und Zuschauer. Habt ihr schon mal von einem anderen als einem katholischen Kreuzzug gehört? Aufgrund der drängenden Erfordernis einer Expansion, so Antichrist Pius der XI., dessen Klarstellung, hält Italien diesen Krieg für gerechtfertigt. Meine Güte, es gibt nichts Neues unter der Sonne, ne? Madeleine Albright wurde befragt, ob sie anhand der 500.000 toten Kinder in Irak denn auch tatsächlich den Krieg, die Schritte, die damals in Irak genommen wurden, für gerechtfertigt hielt. Und Madeleine Albright sagte, ja, sie hielte, dass auch in Anbetracht von 500.000 ermordeten Kindern im Irak für gerechtfertigt. Könnt ihr euch als Video auf YouTube raussuchen. Madeleine Albright. 10 Tage später brachte Antichrist Papst Pius XI. In einer vor einem Veteranenpublikum gehaltenen Rede den Wunsch zum Ausdruck, dass den berechtigten Ansprüchen einer großen und edlen Nation, der er, wie er jene erinnerte, selbst entstamme, Genüge getan würde. Ende Zitat. Des gleichen Verständnisses erfreute sich die faschistische Aggression gegen Albanien am Karfreitag 1939, wie uns Camille Cianfara berichtet. Zitat: Die italienische Besetzung Albaniens war für die Kirche sehr vorteilhaft. Von den 1 Million zählenden Albanern, die italienische Untertanen wurden, waren 68% moslemisch, 20% griechisch-orthodox und nur 12% römisch-katholisch. Vom politischen Standpunkt betrachtet, konnte die Annexion des Landes durch eine katholische Macht die Position der Kirche und, bitteschön, die Position des Vatikans nur verbessern. Ende Zitat von Camille Cianfara, La guerre et le Vatican, 1946 erschienen. Die italienischen Untertanen waren 68% muslimisch und 12% katholisch, das heißt, sie waren 80% Anhänger derselben satanischen Religion. Weil muslimisch dasselbe ist wie katholisch. Weil der Vatikan den Islam gegründet hat. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die griechisch-orthodoxen halt nicht katholisch sind. Die sind auch katholisch, sie sind halt nur nicht griechisch, sie sind halt nur nicht römisch-katholisch, sondern sie sind griechisch-katholisch. Ja, das Schisma der Kirche hatte ja nicht mit irgendwelchen Glaubensproblemen zu tun, sondern nur mit dem Anerkennen des Primates des Papstes. Aber 68% sind muslimisch und 12% römisch-katholisch. Also 80% hängen im Grunde derselben satanischen Religion an. In Spanien hatte die Gründung der Republik nach wie vor nicht aufgehört, von der römischen Kurie als persönlicher Angriff übel genommen zu werden. Ich hätte es nie gewagt, Pius dem XI. Gegenüber die spanische Frage auch nur zu erwähnen, schrieb François Charroux. Er würde mich wohl sonst nur daran erinnert haben, dass die kirchlichen Interessen in jenem großen und historischen Lande Spanien einzig und allein Sache des Papsttums wären. Und also wurde diesem geschützten Jagdrevier in Bälde eine Diktatur verabreicht, ähnlich jenen, die es bereits mit Erfolg in Italien und Deutschland waren. Ja, dass wir jetzt über die Errichtung der Diktatur von General Franco sprechen, dürfte ja wohl jedem deutlich sein. Und eine Erklärung für jeden, der sich noch niemals beschäftigt hat mit dem deutsch-spanischen Krieg oder dem spanischen Bürgerkrieg mit deutscher Beteiligung von 1936, wo es nur darum ging, um in Spanien auch eine
nationalsozialistische Regierung zu bauen, ja, oder hinzustellen. Wollen wir gucken, Franco, ich habe doch da das Bild, das habe ich euch doch letztes Mal, glaube ich, schon gezeigt. Mal eben gucken, dass ich das nochmal eben hervorrufen kann hier, wo Franco da niederkniet und dem Papst den Ring küsst. Wo habe ich das denn hier? Hier haben wir einmal Franco, der salutiert in Erinnerung an den spanischen also Bürgerkrieg. Hier ist das Bild. Das wollte ich euch zeigen. Ne? Hier haben wir hier den Diktator Franco, der dem Papst den Ring küsst. Warum? Weil er findet, dass ihm seine Finger so lecker schmecken? Nee. Weil er sich ihm unterwirft. Okay? Das Abenteuer General Franco aber fand erst Mitte Juli 1936 seinen Anfang. Am 21. März 1934, also Entschuldigung, es müsste richtig heißen 1924, sagen die Übersetzer hier. Am 21. März 1924 bereits kam es zur Besiegelung des Pakts von Rom zwischen Mussolini und den Chefs der spanischen reaktionären Parteien, darunter Goicoechea, Chef der Renovación Española, also der spanischen Erneuerung. Ja, Renovación, das versteht ja jeder, auch Deutscher. Durch diesen Pakt verpflichtete sich die italienische faschistische Partei, die Rebellen mit Geld, Kriegsmaterial, Waffen und Munition zu versorgen. Wir wissen, dass sie sogar noch mehr, als sie versprochen hatten, taten. Und dass Mussolini und Hitler nicht davon abließen, den spanischen Aufstand mit Material, Flugtechnik und Freiwilligen aufzutanken. Ich fahre gleich fort, mal eben schauen, wie es mit der Kamera läuft. Ja, läuft noch. Der Vatikan, sich seiner höchst eigenen Grundsätze, dass die Gläubigen die bestehende Regierung zu respektieren hätten, bewusst, setzte seinerseits Spanien mit Drohungen unter Druck. Zitat, und das stammt aus 1960 und das Geheimnis des Vatikans von André Ribard. Das folgende jetzt kommende Zitat. Der Papst exkommunizierte die Oberhäupter der Spanischen Republik, also die zivile Regierung Spaniens damals wurde exkommuniziert und erklärte zwischen dem Heiligen Stuhl und Madrid den geistlichen Krieg. Daran anschließend verfasste er die Enzyklika Dilectissima Nobis. Das ist eine Enzyklika gegen die Anerkennung und antiklerikale, also antikirchliche Gesetzgebung der sozialistischen bürgerlichen Zweiten Republik in Spanien und heißt Unser Heißgeliebtes. Ne? Das Dilectissima Nobis übersetzt. Erzbischof Gomar, neuer Primas von Spanien, rief den Bürgerkrieg aus. Ende Zitat. Und in dem hat Deutschland ja wunderbar mitgewirkt. Voller Freude akzeptierten die Prälaten seiner Heiligkeit die Schrecken dieses brudermörderischen Konflikts. Und voller Bewunderung interpretiert Monsignore Gomara, Bischof von Cartagena, ihre politische Gesinnung, wenn er spricht, Zitat, gesegnet die Kanonen, in deren Breschen die sie schlagen, das Evangelium blüht. Ende Zitat. Dass wir nicht von dem Evangelium von Jesus Christus, von dem Evangelium unseres Schöpfergottes der Bibel sprechen, das dürfte ja wohl inzwischen jedem deutlich sein. 20 Monate vor Bürgerkriegsende, am 3. August 1937, ward die Franco-Regierung gar vom Vatikan anerkannt. Nun frage ich mich doch langsam, dieser spanische Bürgerkrieg mit deutscher und deutscher Unterstützung, das war ja wohl bekannt, dass Deutschland das unterstützt hat, fand also hauptsächlich 1936-37 statt. Waren in 1936 nicht in Berlin die Olympischen Spiele? Warum hat denn damals das keiner boykottet, weil Deutschland sich in einem Bürgerkrieg, in einem spanischen Bürgerkrieg beteiligt hat? Hä? Da interessiert die Welt nicht, ne? Nein, die Welt interessiert immer nur das, was der Papst sagt. Und da der Papst den Krieg angezettelt hat, da hier die römisch-katholische Kirche selbst den Bürgerkrieg angezettelt hat, passiert natürlich nichts in der Richtung. Der Bischof von Cartagena sagt selbst deutlich genug, gesegnet die Kanonen, in deren Breschen, die sie schlagen, das Evangelium blüht. 20 Monate vor Bürgerkriegsende, am 3. August 1937, ward die Franco-Regierung gar vom Vatikan anerkannt.
Und um Belgien kümmerte sich die katholische Aktion. Das ist die Rexit-Bewegung. Da lernt man viel drüber im Buch Behind the Dictators über den Rexismus. Und um Belgien kümmerte sich die katholische Aktion. Diese Bewegung war in ihrem Wesen natürlich durch und durch ultramontan und jesuitisch. Ultramontan heißt also völlig dem Papst ergeben. Und was jesuitisch heißt, das wissen wir inzwischen ja wohl auch alle. Ne? Muss man ja gar nicht mehr groß drumrum reden. Es galt, dem bevorstehenden Einmarsch der Hitlertruppen den Boden zu bereiten. Also wurde dort unter dem Vorwand geistlicher Erneuerung von Monsignor Picard, Jesuit, Pater Arendt, Jesuit, Pater Foucard, Jesuit und so weiter gewissenhaft das Adolf-Hitler-Evangelium gepredigt. Wo steht denn das in der Bibel? Ein junger Belgier, der gleichsam vielen anderen ihr Opfer wurde, bestätigt dies. Zitat: Zu jener Zeit waren wir bereits alle von einer Art Faschismus besessen. Die katholische Aktion, zu der ich gehörte, stand dem italienischen Faschismus sehr nahe. Monsignore Picard verkündete es laut und breit der Öffentlichkeit, Mussolini sei ein Genie und brenne darauf, Diktator zu werden. Um Kontakte mit Italien und dem Faschismus zu fördern, organisierte man Wallfahrten. Als ich mit 300 Studenten nach Italien ging, salutierten alle auf dem Rückweg nach römischer Art und sangen die Giovinezza. Das ist die italienische Faschistenhymne. Ein Zitat von dem Autoren Raymond de Becker, Livre des Vivants et des Morts, das Buch der Lebenden und der Toten, erschienen in Brüssel 1942. Von einem anderen Zeugen lesen wir: Nach 1928 arbeitete die Gruppe Léon Degrelle, ja, das ist der Führer der Rexit-Bewegung in Belgien, regelmäßig mit Monsignore Picard zusammen. Degrelle wurde von Picard für die Unterstützung in einer besonders wichtigen Mission gewonnen: der Leitung eines neuen Verlagshauses in der Zentralstelle der katholischen Aktion. Nicht lange, und der Name des Verlages sollte berühmt werden. Er lautete Rex. Vollständiger Name Christus Rex oder Christus König. Aber dass wir es hier natürlich mit Blasphemie, dass wir es hier mit Gotteslästerung zu tun haben, ist ja wohl einem jeden klar, alleine schon über die Gesellschaft Jesu oder die Compagnie de Jesus, wo der Name unseres Herrn in den Dreck gezogen wird. Immer zahlreicher, ein folgendes Zitat, wurden die Rufe nach einer neuen Regierungsform. Mit großem Interesse verfolgte man in Deutschland die Ergebnisse dieser Propaganda. Im Oktober 1933 erinnerte uns ein Artikel im Flan, das ist ein Brüsseler Anzeigenblatt, das gibt es übrigens heute auch noch, oder zumindest habe ich das vor einigen Jahren noch hier gesehen und gelesen, dass 1919 die Nazis gerade mal 7 ausgemacht hätten und die ganze Aussteuer, die ihnen Hitler wenige Jahre später mitbrachte, in seinem Agitationstalent bestanden habe. Auf der Grundlage ähnlicher Prinzipien starteten die rexistischen, also die belgischen faschistischen Mannen ein landesweites aktives Propagandaprogramm. Zu ihren Treffen zog es alsbald einige Hunderte, später Tausende von Zuhörern. Natürlich hatte Hitler für den neugeborenen Nationalsozialismus genauso wie Mussolini für den Faschismus mehr als ein Agitationstalent mitgebracht: die Unterstützung durch das Papsttum. Dieselbe Unterstützung genoss auch der nur blasse Schatten dieser beiden und Christus Rex-Chef Léon Degrelle. Allerdings für einen deutlich anderen Zweck. Seine Aufgabe war es, dem Invasoren das Land zu öffnen. Raymond de Becker sagt, Zitat: Ich war Mitarbeiter bei der Avantgarde gewesen. Das Ziel dieser von Monsignore Picard herausgegebenen Zeitschrift bestand darin, die Belgien, Frankreich und England einenden Verbindungen abzubrechen. Und wenn diese Verbindungen abgebrochen worden sind, dann stehen die Länder mehr oder weniger alleine da und sind von daher den deutschen Übergriffen schutzlos ausgeliefert.
Und der Nationalsozialismus lässt sich dann in Belgien, in Frankreich und auch in England, wenn es so weit gekommen wäre, gut etablieren. Aber da waren noch andere Pläne dabei. Welche andere Pläne und wie es weitergeht in diesem Buch, Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, lesen wir nächstes Mal, wenn ich auf Seite 104 in diesem Kapitel fortfahre. Wir haben noch, ich glaube, 5 Seiten zu gehen, um dieses Kapitel, die Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges, abzuschließen. Und ich denke, es war, oder ich hoffe zumindest, es war lehrreich für euch, auch wenn ich ein bisschen abgewichen bin in die Erklärung des Antichristen, aber das liegt mir sehr am Herzen. Die Erklärung des Antichristen, die ich vorhin gebracht habe, liegt mir mehr am Herzen als die Lesung dieses Buches. Weil nur wenn wir verstehen, dass das Papsttum, wie wir es heute vor uns haben, seit über 1400 Jahren, 1500 Jahren, ne, der Antichrist ist. Nur wenn wir das begreifen, dann haben wir eine Chance, zu Jesus zu finden. Denn wenn wir unseren Feind kennen, dann kennen wir auch unseren Freund. Der Antichrist ist keiner, der sich öffentlich gegen Jesus stellt. Der Antichrist ist genau wie Judas Iskariot, ein angeblicher Freund von Jesus, der ihn betrügt mit einem Kuss. Ein Kuss ist ein Ausdruck der Liebe. So. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Lesung der verborgenen Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Ich danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bete dafür, dass Gott euch möge behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of a Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, there was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican.
ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.